Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 8. Wir spielen die remasterte Version und wir finden uns nach diesem Übungskampf, bei dem uns Sifa verletzt hat, hier im Lazarett wieder bei Frau Dr. Kadowaki. Und gleich am Anfang können wir eine Auswahl treffen, was wir nehmen. Im Grunde völlig egal. Hat keine Auswirkung auf das Spiel. Es gibt zwar bestimmte Auswahlverfahren, die natürlich aufs Spiel Einfluss haben. Hier ist es wurscht. Wir nehmen einfach mal klar, mir geht's gut. So, und die beiden sollen also nicht immer oder ständig Unsinn treiben. Fühlt sich wohl? Ja, ist klar. Sag mir deinen Namen. Den können wir auch tatsächlich ändern, wenn wir das möchten. Wir bleiben aber bei dem Original. So, bestätigen. Und ja, beim Training sollen die beiden mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Genau, Sifa, der Junge, der hört ja eh auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Okay, wer ist ein Ausbilder, beziehungsweise in diesem Fall Ausbilderin? Quistis Trepe. Der sagt jetzt Frau Dr. Kadowaki Bescheid. Und dann soll sie ihn hier abholen. Die Verletzung ist nicht schlimm, eine Narbe wird bleiben und während wir hier chillen und warten, kommt diese Dame hier ans Fenster. Endlich sehen wir uns wieder. Wer das genau ist, das werden wir natürlich später erst erfahren. Wir werden jetzt erstmal hier mit der ersten Sequenz beglückt. So, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat, sagt hier Quistis. Und ja, los gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Jetzt werden wir mal sehen, ja, wie wortkarg Squall im Allgemeinen ist. Ja. Bedrückt ihn irgendwas? Nein, nicht wirklich. Erzähl mir ein bisschen was von dir. Sie freut sich nur. Ich weiß jetzt, dass mein Lieblingsschüler denkt deswegen. Nur, dass er abgeholt wird von ihr aus dem Lazarett. Naja. Erzähl mir noch ein bisschen was von dir. Nein, auch nicht. Das geht dich nichts an. So Standard-Antworten von Squall. Geht dich nichts an. Ist mir egal. Na, keine Ahnung. Wen interessiert's? Mir wurscht. Hier ein kleiner Überblick über den Garten. So sieht das Ganze aus. Sehr schön. Wir werden jetzt gleich das Klassenzimmer im zweiten Stock betreten. Hier haben wir es auch schon. Und Quistis, unsere Ausbilderin und Lehrerin, erläutert den heutigen Plan. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Siegprüfung statt. Ja, die Nicht-Teilnehmer müssen selbstständig arbeiten. Alles klar. So, 16 Uhr in der Eingangshalle. Dort werden die Gruppen bekannt gegeben, wer da mit wem auf Mission geht. Tja, und Sifa wird gleich mal gerügt. Er darf beim Training niemanden verletzen. Das passt jetzt natürlich auch gar nicht so, wie es aussieht.
Also gut, das war's schon gewesen mit dem Unterricht. Es geht jetzt aber flott. So, wir müssen zu ihr nach vorne gehen, weil sie etwas fragen möchte. Auch lustig, Siefer bleibt hinten sitzen und wird gerügt. Wir müssen wegen der Frage vorlaufen. Sehr seltsam. Aber gut, hier haben wir den Fanclub. Sei nett zu Frau Draper. Ja, ja. Der... Eine echte Ehre, von Frau Draper gerufen zu werden. Das ist der Christis Draper Fanclub. Genau. So, wir müssen noch in die Feuergrotte. Und na, da wir sonst nicht an der Prüfung teilnehmen können, tja, das wollten wir eigentlich machen, aber dann kam uns ja Siefer dazwischen. Okay, dann gehen wir jetzt zusammen hin, sagt Wistisch, ja, okay, können wir machen. Wenn wir uns unsicher fühlen, können wir an dem Schulrechner, dort können wir uns vorbereiten. Und sie wird am Haupttor warten. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Okay. So, jetzt können wir die Vögel hier nochmal ansprechen. Beneidenswert, ich will auch mit ihr mit. Ja, schön. Also mit dir. Der Drehbefängnis wird dich bestrafen, wenn ihr etwas zustößt, alles klar. Klare Ansage, und mit dir. Puh, ja. Allein mit Frau Draper, alles klar. So, die hauen jetzt ab, schön. Jetzt können wir natürlich unsere ersten GF, unsere ersten Guardian Forces, hier am Schulrechner holen oder vorne am Haupttor. Wir haben es nämlich vergessen, hier mitzunehmen. Dann, na geh rein, dann bekommen wir sie von Quistis am Haupttor überreicht. An sich völlig egal, wie rum wir das machen. Wir holen sie uns einfach mal hier am Rechner, wenn wir schon da sind. Tutorial. Sie wurden als Schüler Squall identifiziert. Wir besitzen folgende GF, also Guardian Forces. Das wäre Quetzalcoatl und Shiva. Dafür bekommen wir natürlich auch gleich eine Trophäe. So, Quetzalcoatl Trophäe erhalten. Element Blitz, den Namen können wir ändern, machen wir aber nicht. Shiva, auch Trophäe erhalten. Element Eis, können wir den Namen auch ändern, machen wir aber auch nicht. So, alles andere ist ja noch völlig wurscht. Tutorial brauchen wir nicht. Schwarze Brett, Nachrichtenbrett, Schulfest, alles noch nicht so wichtig im Moment. Alles klar. So viel zu dem Anfang hier. Jetzt wollen wir eigentlich zum Haupttor. Dort wartet Quistis, weil wir ja in die Feuergrotte müssen. Eigentlich. So, hier haben wir Selfie. Das ist auch egal, was wir jetzt eingeben, ob wir jetzt gar nichts sagen oder fragen, ob sie okay ist. Wir fragen einfach mal, bist du okay? Ja, nicht wirklich. Geht schon. Der ist eilig. Und so wie es aussieht, hat sie die erste Stunde verpasst. Das ist natürlich blöd, die kommt aus einem anderen Garten, der ein bisschen kleiner ist als der Balam-Garten, nämlich aus Drabia. So, können wir sie rumführen? Das hat natürlich schon eine Auswirkung, diese Frage hier. Und zwar geht es um eine kleine Sequenz später bei der Mission. Wir führen sie natürlich gerne rum, das ist kein Problem. Wobei wir das Rumführen ja eigentlich nur, wie wir hier lesen, der Wegweiser ist, den wir erklären. Und hier müssen wir auch noch kurz anhalten. So, willst du sie haben? Diese Karten habe ich von meinem Bruder. Er selber kann nicht spielen, hat auch keinen Bock drauf. Deswegen schenkt er uns jetzt diese Karten, die 7 Stück hier. Dann können wir im Inventar nachschauen. Heulechse, Fongo-Ongo, Purpurmaus, die treffen wir in der Feuergrotte. Gera, Gesper. Fokkerdubel gibt es hier auf der Insel am Strand. Genauso wie die Stichraupe, die ist auch hier auf Balam beheimatet. Jetzt geht's zum Wegweiser.
So, runter. Erste Etage. Genau. Der Wegweiser. Da ist er. Das ist der Wegweiser im Erdgeschoss. Der Ball am Garten ist groß. Schau lieber auf die Tafel und gib hier dein Ziel ein. Okay. Würde ich dann über diese Zielsteuerung auch zu dem gewünschten Ort reisen, quasi. Und wir fangen jetzt an bei den Quartieren im Norden. Fast alle Schüler wohnen in diesen Quartieren und die wenigsten pendeln von außerhalb. Okay. So. Dann die Mensa. Das Hotdog ist sehr beliebt. Das Hotdog. Naja, auch nicht schlecht. Dann haben wir den Parkplatz. Und dann haben wir das Haupttor. Da müssen wir dann gleich noch hin. Schulhof ist im Moment uninteressant. Dann haben wir das Lazarett. Kennen wir ja schon. Frau Dr. Kadowagi. Da hat das Ganze angefangen. Übungshalle. Die können wir uns dann auch mal anschauen. Und zu guter Letzt die Bücherei, die ist sehr wichtig für uns. Das ist nämlich der nächste Schritt, den wir machen. Im dritten Stock ist das Direktorat. Der Direktor heißt Dr. Sid. Okay. Ansonsten nichts von Bedeutung. So, du nimmst an der Sid-Prüfung teil. Na Logo. Dann sehen wir uns vielleicht nachher. Ja, ist klar. Wir sind durch. Wir gehen jetzt in die Bücherei, danach in die Mensa, um das Hotdog zu kaufen. Das Hotdog, Wahnsinn. Mir noch nie aufgefallen, dass da ein Fehler ist. Okay. So, in der Bücherei oder in der Bibliothek gibt es drei verschiedene Sachen. Das erste ist, wir müssen hier mit dem Bücherdienst reden, damit wir die Nebenaufgabe für Xell beginnen, die sich über das Spiel hinwegzieht. Na komm schon, sprech's an. Na? Geht es nicht? Jetzt an. Bücherdienst mit Zöpfchen. In der Bücherei ist das Lautreden, das Essen und Trinken und das Herumtoben nicht erlaubt. Außerdem müssen die Rückgabetermine eingehalten werden. Man soll die anderen nicht stören. Ich muss gleich den Kindern das Verhalten in der Bücherei beibringen. Ich hoffe, dass ich das vernünftig erklären kann. Okay. So. Nebenaufgabe gestartet. Dann brauchen wir hier natürlich noch das Buch, das Heft. Komm her. Da. Okkult-Fan Nummer 1 erhalten. Und hier hinten haben wir noch einen Draw-Punkt mit Medica. Dazu müssten wir jetzt aber erstmal Shiva koppeln. Also ich nehme jetzt Shiva. Man kann natürlich koppeln, was man will. Auch beide, wenn man lustig ist. So, halt. Medica, genau. Sehr schön. Also, Bibliothek abgeschlossen. Dann können wir natürlich uns eigentlich nochmal alles angucken. Hier haben wir den Gartenausbilder. Schüler Nummer 41269 Squall. Das Problemkind. Hast du nicht heute die Abschlussprüfung? Lass deine Ausbilderin nicht warten. Verschwende nicht deine Zeit hier. Alles klar. So, das ist die Übungshalle. Da brauchen wir jetzt nicht reingehen. Das machen wir dann mit Quistis zusammen später. Parkplatz gibt es jetzt auch nicht zu sehen. Werden wir auch vielleicht zweimal betreten. Autofahren tun wir auch kaum. Quartiere. Okay. Wir haben jetzt ein Doppelzimmer. Das teilen wir uns mit Quistis. Später haben wir dann ein Einzelzimmer. Da können wir reingucken. Dort gibt es auch einen Speicherpunkt. Und wir können uns auf dem Bett ausruhen, wenn wir möchten. Ansonsten gibt es ja eigentlich gar nichts Großartiges. Hier bei Selfie können wir auch reingucken. Aber auch hier
nichts Großartiges. Na, können wir mal klicken. Ausruhen können wir uns hier nicht. So. Sind auch identisch die Zimmer, wenn. Klar. Ist ja quasi eine Kaserne, in der wir uns hier befinden. So, dann wäre noch interessant. Die Mensa, die ist hier, das Rote. Jetzt können wir mit dem Ordnungsdienst reden. Alles andere brauchen wir dann nicht mehr angucken. So, da muss er schauen. Siefer, was trinken. Putschin, recht einsilbig. Das sind so diese Signatures von den einzelnen Charakteren. Reitschin dann mit seinem Mal, er will auch mal was trinken und er will jetzt mal Wasser haben und ja, ignorieren. Sie verredet gar nicht. Ja, du bist das Mal. Ja. Putschin will uns mal was spendieren. Willst du auch mal? Ja. Das ist auch so ein Ding. Reitschin wird halt immer getreten von ihr. Ne? Also ständig. Das ist schon. Kann man ein Video drüber machen, wie oft die den tritt? So, Siefer, was ist jetzt los mit dir? Der Ordnungsdienst ist beschäftigt, stören's nicht, alles klar. So, der Hotdog. Das Hotdog ist restlos ausverkauft. Da hinten können wir auch noch hingehen, da hocken mal ein paar Leute rum. Da kriegen wir später die Quizdiskarte. Das heißt später. So lange dauert es nicht, bis wir die kriegen. Aber wir gehen erstmal dann in die Feuergrotte und in die Stadt. So, da ist dann der Schulhof, der ist uninteressant im Moment. Und hier im Lazarett, da waren wir ja schon gewesen, da hat das Spiel begonnen. Das bedeutet, wir könnten jetzt eigentlich hier an den Wegweiser und könnten auswählen, wohin wir möchten. Aber ich laufe jetzt ein Stück nach draußen, damit man es auch mal gesehen hat. Hier. Rot raus, grün, sag ich schon, blau rein. Mit dem Typen können wir auch Karten spielen. Der ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so stark. Aber ich möchte erstmal warten, bis wir die Ifrit-Karte haben. Die bekommen wir nämlich, wenn wir in der Feuergrotte gegen Ifrit kämpfen. Wenn wir schon mal eine starke Karte haben. Und dann und die Mokrikit-Karte von dem Jungen, der da im Kreis joggt. Den schauen wir uns auch später an. Vita gefunden. 5 Liter gezogen und hier geht's raus. Da haben wir auch schon Quistis. So, hätten wir jetzt die GF vergessen oder wären wir nicht an den Schulrechner gegangen, dann würde uns Quistis jetzt Quetzalcoatl und Shiva geben. Und ihr möchtet uns eigentlich erklären, bevor es losgeht. Aber das ist ja Quatsch. Das mit dem Koppeln, das kennen wir ja schon, ne? Wir wissen ja, wie das ja alles so funktioniert. So, noch irgendwas? Genau. An der Feuergrotte erklärt sie uns dann das Koppel von Zauber. Und wir sollen unterwegs Zauber mit Draw ziehen Richtung Osten. Dort ist die Feuergrotte und wir koppeln jetzt natürlich Quetzalcoatl bei. Halt, hab ich falsch gemacht. Ability, da, GF, Draw, Zauber. Das ist ja, schön. So, beide haben wir jetzt gekoppelt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir erstmal in die Stadt gehen. Jetzt schauen wir uns die Stadt noch an, in Ruhe. Und danach gehen wir in die Feuergrotte. Das ist der Plan für das nächste Mal. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.